Mein heutiger Plan war, über den Rothener See gen Süden zu paddeln, um hier in die Mündung der Medenitz einzudringen. Der Bereich ist stark verschilft und darf vom 1. Mai bis zum 15. Dezember jeden Jahres nicht befahren werden. Hier ist die Route, die ich heute vorhatte. Ich ahnte allerdings nicht, dass links und rechts der Mündung eine Großfamilie von Wildschweinen ihr Lager aufgeschlagen hatte. Wildschweine sind für mich gerade schwer berechenbar, weil es galt zwar früher, dass sie im Frühjahr mit Vorsicht zu genießen sind, weil sie dort ihre Frischlinge bekommen. Das geschieht allerdings inzwischen das ganze Jahr über, sodass man immer wachsam sein muss, wenn man in der Natur auf Wildschweine trifft. Diese Rotte wurde von einem starken Eber umkreist, den ich laut im Schilfgürtel hören konnte. Aber das wusste ich nicht, als ich startete. Ich hatte das Kajak an der Straßenbrücke bei Rothen eingesetzt in die Mildenitz und paddelte stromauf am Rothener Gutshaus vorbei, um dann den Rothener See zu erreichen. Der ist circa einen guten Kilometer lang und circa 950 Meter breit und ein beliebtes Jagdgebiet für Fisch- und Seeadler. Gut gewappnet gegen die Kälte des Tages machte ich mich entspannt auf den Weg und freute mich auf das Abenteuer. Nach kurzer Zeit erreichte ich die Mündung der Medenitz und begann, mich langsam und vorsichtig in das Schilfgebiet vorzuarbeiten. Die Strömung der Medenitz hier im Mündungsbereich ist nicht ohne. Da bin ich immer froh, dass ich so ein kurzes, stabiles, gut handelbares Kajak unter mir habe. Das ist perfekt für schmale Wasserwege mit engen Schleifen. Links und rechts konnte ich den Boden sehen und dachte mir, Mensch, wenn jetzt hier Wildschweine auftauchen, das wäre nicht lustig, denn die wären ja noch über mir an Kopfhöhe und könnten auf mich herabblicken. Langsam pirschte ich stroman mit dem Kajak und dann begann die Kakophonie der Schweine. Das war dann doch etwas zu heftig. Ich konnte die Situation überhaupt nicht mehr einschätzen. Ich sah nichts, ich hörte sie nur. Und als die Rotte an mir vorbei raste und die Gehölze knackten und brachen und vorne das Wasser spritzte, dachte ich mir, nein, das wäre jetzt unvernünftig, hier weiterzumachen. Gute Zeit umzukehren. Solche Geräusche habe ich noch nie von Schweinen gehört. Vor allem dieses schnatternde Geräusch. Schlagen die dort mit den Zähnen aufeinander? Wenn das der Fall wäre, dann wäre es ein höchstes Zeichen, dass sie kurz vor einem Angriff stehen. Also, das war mir denn doch zu heikel. Ich zog mich über den See zurück
in eine stille, einsame Bucht im Süden und überlegte, ob ich hier jemals wieder durchpaddeln würde können. Also eigentlich wollte ich ja hier vom Bodener See die Mildenitz aufwärts paddeln, aber ich habe es abgebrochen. Ich war da so 10 Meter drinne und in diesem Schilfgebiet lebt wohl eine Riesenhorde von Wildschweinen. Und da hatte ich dann doch etwas Respekt und habe gesagt, man muss es ja nicht übertreiben und das Glück zwingen, und bin erstmal wieder raus. Verdammt. Der Rückweg über den Rothener See ging schnell vonstatten. Ich paddelte nochmal an den Schweinen vorbei und hörte noch ein bisschen zu. Aber dann war ich froh, das Auto zu erreichen. Schön, dass ihr wieder mit draußen wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Seenland-Scout.